Die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern sollen das Virus bremsen, doch etliche Mediziner und Virologen sind skeptisch und halten weitere Kontaktbeschränkungen für nötig. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts Wieler fordert, die neuen Maßnahmen schnell umzusetzen. Erste Effekte gäbe es frühestens in etwa 2 Wochen. Die Fallzahlen seien nach wie vor viel zu hoch. Aktuell meldet das RKI 74.352 Neuinfektionen binnen eines Tages. Das sind etwa 2.000 weniger als vor einer Woche. 390 weitere Todesfälle kamen hinzu. Die 7-Tage-Inzidenz steigt leicht auf 442,1. Vermutlich gibt es aber deutlich mehr Infizierte, sagt der RKI-Chef. Derzeit könnten viele Fälle nicht mehr erfasst werden. Andreas Huppert berichtet. Fragen wir Theo Koll in Berlin. Jens Spahn geht, aber ein neuer Gesundheitsminister bzw. Ministerin ist noch nicht benannt. Und das in dieser schweren Krise. Wie kann das sein? Dankeschön nach Berlin, Theo Koll. Gerne. Gestern haben Bund und Länder zusätzliche Corona-Regeln als einheitliche Mindeststandards beschlossen. Einige schärfen schon nach. Deutschlandweit sind es vor allem die Ungeimpften, für die massive Einschränkungen gelten. Gesundheitsminister Spahn hat das heute noch mal so begründet. Wären alle erwachsenen Deutschen geimpft, steckten wir nicht in dieser schwierigen Lage. Die Politik erhöht also deutlich den Druck. Was das bei bisher nicht Geimpften auslöst, zeigt Luisa Huben. Die Bundesregierung stuft Polen und die Schweiz als Hochrisikogebiet ein. Heißt, Ungeimpfte, die von dort nach Deutschland einreisen, müssen für 10 Tage in Quarantäne. 3 andere Nachbarländer gelten bereits als Hochrisikogebiete, die Niederlande, Belgien und Österreich. Im österreichischen Ischgl startete heute bei prächtigem Wetter die Skisaison. Nach fast 2 Jahren Stillstand laufen die Lifte wieder. Allerdings gilt in den Bergbahnen 2G und Maskenpflicht. Hotels und Restaurants sind wegen des landesweiten Lockdowns geschlossen. Britta Hilpert über einen besonderen Saisonstart. Das Wort des Jahres, ja, das war naheliegend, hat auch mit Corona zu tun. Wellenbrecher hat die Jury der Gesellschaft für deutsche Sprache gekürt. Wellenbrecher dienen ja eigentlich dem Küstenschutz. Aktuell wird der Begriff aber auch genutzt, um Strategien zu beschreiben, die die 4. Welle brechen sollen. Ganz anderes Thema. Aufklärung und Konsequenzen. Vor allem das fordern die Angehörigen der Opfer von Hanau, auch rund 22 Monate nach dem Anschlag. Am 19. Februar 2020 tötete ein 43-jähriger Deutscher 9 Menschen aus rassistischen Motiven. Für die Hinterbliebenen sind bis heute viele Fragen offen. Sie hoffen, dass ein Untersuchungsausschuss mögliche Versäumnisse von Polizei und Behörden aufklärt. Susanna Santina. Jetzt zu einer chinesischen Bloggerin, deren Schicksal derzeit nicht nur Tausende im Internet bewegt. Als Corona in Wuhan ausbrach, da filmte die Juristin Chang Chan das Chaos und die Verzweiflung und stellte ihre Videos ins Netz. Sie kam dafür ins Gefängnis und trat aus Protest in den Hungerstreik. Jetzt bangt ihre Familie um ihr Leben. Aus Peking, Stefanie Schöneborn. Seit 4 Jahren sitzt der türkische Kulturmäzen Osman Kavala im Gefängnis ohne Gerichtsurteil. Erst zum 2. Mal in seiner Geschichte leitet der Europarat deshalb ein Vertragsverletzungsverfahren gegen einen Mitgliedstaat ein. Die Türkei, heißt es zur Begründung, habe Kavala noch immer nicht freigelassen, obwohl das der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte längst angeordnet hatte. In Österreich geht das politische Stühlerücken weiter. Der bisherige Innenminister Karl Nehammer soll neuer Bundeskanzler werden. Wir blicken auf Deutschlands wichtigsten Wirtschaftszweig, die Autoindustrie. Auch sie leidet deutlich unter der Pandemie. Computerchips können nicht geliefert werden. Es wird weniger produziert und weniger verkauft. Im November sind nur rund 200.000 Autos neu zugelassen worden. 33% weniger als im November vor einem Jahr. Umso begehrter sind Gebrauchtwagen. Lothar Becker hat mehr. Ja, schauen wir auf die Realität morgen. Werden wir tun. Dankeschön, Norbert. Vorsicht, warnt Katja Hornhöfer. Ab heute Nacht wird's glatt mit Schnee und Regen. Mehr dazu hat sie gleich. Christian Sievers begrüßt Sie im Heute-Journal um 10. Und wir wünschen Ihnen ein unbeschwertes Wochenende. Alles Gute und wir sind morgen wieder hier. Auf Wiedersehen.